Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Avenger Talk. Ich bin wieder Avenger und ja, ich wünsche euch einen traumhaften ersten Advent heute an diesem besten Sonntag in der Woche und wie ihr schon seht, ich bin auf jeden Fall bereit für Advent. Ihr auch? Ach, ich finde das sonst einfach die schönste Zeit des Jahres. Die ganze Zeit auf irgendwelche Weihnachtsmärkte gehen, Glühwein trinken, mit Freunden abhängen, schenken, beschenkt werden. Ich finde es einfach sensationell. Bis halt auf den Schnee auf den Straßen, dass man mehr Unfälle baut. Aber das ist eine ganz andere Story. Ich würde mal sagen, gleich nach dem Intro geht's weiter und wir sehen uns gleich mal. Weil wir haben nur ein paar ernste Themen. Also, ranhalten. Tja, wie schon gesagt, wir haben auch ernste Themen an diesem Sonntag in der Woche zu besprechen. Verdammte Kacke, was rede ich hier überhaupt? Auf jeden Fall, ich habe echt was Krasses erlebt. Ich muss jetzt echt mal mit euch sprechen. Sagen wir mal ganz ehrlich, was versuchen YouTuber auf YouTube zu machen, um wirklich erfolgreich zu werden? Ganz genau, sie gehen auf andere Kanäle und versuchen mit ihren Kommentaren dazu zu verleiten, dass sie auf deinen Kanal kommen. Beziehungsweise, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall auf sich aufmerksam machen, ein bisschen Werbung machen, das habe ich natürlich auch versucht. So, jetzt bin ich auf einen ganz speziellen jungen Mann getroffen, sag ich jetzt mal. Das könnte auch ein Kind gewesen sein, nach seiner Antwort. Er hat ein Video gemacht oder hochgeladen, wo er gesagt hat, Comeback, ja oder nein, soll er wiederkommen, etc. Ihr wisst ja, wie es ist, dann wollte er wieder mit YouTube aufhören, wollte damit auf sich aufmerksam machen, ein bisschen, keine Ahnung, Klicks abstauben oder so, weiß der Geier, scheiße Naja. Und ich habe einfach nur Folgendes geschrieben. Aber klar, Alter, ich finde es schade um jeden YouTuber, der aufhören will. Gib dir einen Ruck und versuch es nochmal. Wenn du Lust hast, schau bei mir mal vorbei und hol dir ein paar Anregungen, um weiterzumachen. Like hast du safe. Und dann kam sowas zurück. Sofort, du Abo-Schleimer, diese schau bei mir vorbei, damit kommst du bei mir nicht weit. Verpiss dich und schleim dir woanders Abos, VC. So Meinung gesagt, verpiss dich, Channel-Block. Weiß zwar nicht, warum der so krass geschrieben hat, aber ich glaube, das soll irgendwie seine Aggressivität betonen oder so. Alter, ich denke mir dann, was ist los mit den Leuten? Verfickte Kacke nochmal, das kann doch wohl nicht sein. Da zeigt man echt einen guten Willen. Sagt hier, pass auf, nicht aufhören, ich find's schade, dein Talent und so weiter. Und dann kommt so eine Scheiße zurück, Mann. Was denkt er sich dabei, verdammt nochmal? Himmler Gott, ist das wirklich so schwierig? Ernsthaft, Hand auf Herz. Ich weiß nicht, ey, sowas Respektloses, sowas Krankes. Ist es denn wirklich heute so, dass wirklich jeder denkt, dass jeder YouTuber nur noch Abos abstauben möchte? Oder meint es auch möglich, dass Leute denken, einfach nur, dass die Leute wegen dem guten Content auf dem Kanal sind? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal in die Comments, würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet. Also ich fand's eine Riesensauerei und es hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Verdammt nochmal. So, wir haben jetzt natürlich noch ein anderes Thema. Die Woche, also das Video ist schon ein bisschen länger her, das kam am 24. Unser lieber Up Red und dieser komische Mascher-Typ, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, wie auch immer, ich kenne den Typen überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall, die zwei haben ja verschiedene Videos gepostet, 24 Stunden eingesperrt in, also sprich, McDonalds, Ikea, Schule oder sonstige Geschichten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das waren. Auf jeden Fall, die drei sind, glaube ich, die bekanntesten. Und die haben dann in ihrem Video gesagt, Strafanzeige ist raus wegen 24-Stunden-Videos. Bla, bla, bla. Sage ich jetzt immer. Also, wie schon gesagt, die wurden auf jeden Fall angezeigt. Oder zumindest denken wir das jetzt so, weil konkret haben sie jetzt keinen Zettel hochgehalten, wo steht Strafanzeige. Also denke ich mal, es könnte auch von den Medien sein, um die ganze wieder populärer zu machen, was denen natürlich entgegenkommt. Was mich jetzt an dem Video eigentlich gestört hat, ist nur, dass sie das so runtergespielt haben. Mit diesen Videos aufhören willst, wegen einer Anzeige. Warte, hast du gerade 300.000 Likes gesagt? 300.000 Likes, Digga! Und die Fans, die feiern das richtig? Die feiern das heftig, Mann! Dass sie das da so cool finden und dass es seine Community gefeiert hat und dass sie auf jeden Fall nicht damit aufhören wollen. Das war schon mal Punkt 1. Wie erwartet hat ApoRed mal wieder seine volle Intelligenz entfaltet, indem er gesagt hat, wir sind doch nirgendwo eingebrochen, wir haben doch ja nichts Falsches gemacht, wir wurden eingesperrt. So, zu dem Sachverhalt. Strafanzeige war wegen Hausfriedensbruch und nicht Einbruch. Einbruch und Hausfriedensbruch sind zwei verschiedene Paar Sachen. Und ich erkläre euch jetzt warum. Wenn man irgendwo einbricht, ist es so. Raum verschlossen, knackst die Tür, bist eingebrochen. Völlig klar. Einbruch braucht man nicht weiter diskutieren. Hausfriedensbruch, in der Hinsicht, was denen jetzt wirklich ans
was den beiden jetzt zur Last gelegt worden ist, ist, dass sie nach einer gewissen Uhrzeit, also nach der Öffnungszeit, in einem Gebäude waren, wo sie nichts zu suchen hatten. Was dazu führt, dass sie gegen das Gesetz verstoßen haben, weil das läuft unter Hausfriedensbruch. Eigentlich ganz locker erklärt. Aber wie erwartet, Upred ist nicht der Hellste und der Typ daneben dran ist auch nicht wirklich der Hellste. Ich finde, das ist einfach nur so ein Mitläufer, der den ganzen Müll einfach mitmacht. Aber wie schon gesagt, es liegt jetzt wirklich an euch. Was meint ihr denn dazu? Ich meine, es gehört zu ihrem Format und sie machen das auch halt so. Ich habe jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich intelligent ist. Meiner Meinung nach nicht. Aber wie schon gesagt, das ist ein klarer Fall von Verherrlichung von Straftaten, hundertprozentig. Und wie schon gesagt, die Aussage hat mir schon wieder völlig gereicht. Leute, wir machen weiter! Auf jeden Fall, Mann! Ihr müsst das dafür echt supporten, Leute. Sagt allen euren Freunden Bescheid, Digga. Leo Marcher und Upright, die scheißen auf die Anzeigen. Allen. Dass sie auf alles scheißen und dass sie weitermachen, so wie bisher. Und haben dann eigentlich nur gepriesen, wie viele Klicks das gab und wie viele Likes. Irgendwas mit 200.000 Likes. Kann man auch irgendwo nachvollziehen, weil die Jugend heutzutage ist halt so. Kann man einfach nichts machen. Das Problem ist jetzt, wenn man wie Upright so eine verdammt große Reichweite hat, der hat über irgendwas mit 1.300.000, weißt du, geiler Scheißenei. Ja, und die Leute, die gucken sich das ab. Die nehmen sich ein Vorbild an so einem Typen. Und ist es dann wirklich nötig, dass man dann irgendwelche Verbrechen verherrlicht? Ich meine, mal Hand aufs Herz, Leute. Was sagt ihr denn eigentlich dazu? Ist es wirklich normal heutzutage? Muss man so eine Scheiße abziehen? Oder... Mein Handy, das hat man ja schon, ne? Auf jeden Fall, wie schon gesagt, schreibt es mir in die Comments, würde mich interessieren. Lasst uns einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Tja, das war's auch schon wieder. Der schönste Sonntag in der Woche geht vorbei. Wie schon gesagt, lasst uns mit den ganzen Themen mal drüber quatschen, was es jetzt auf sich hat. Sind die YouTuber wirklich nur noch abogeil? Tun sie bei den anderen einfach nur noch Werbung machen wollen? Oder gibt es wirklich Leute, die auf den Kanal kommen und den wirklich feiern, weil er gut gefällt? Würde mich echt mal interessieren. Und was natürlich Upred angeht, wie schon gesagt, ihr wisst Bescheid, was ich meine, worauf ich hinaus will. Ist es wirklich notwendig in so, also ist es verantwortungsbewusst, dass man mit so einer Reichweite sowas verherrlicht, dass man wirklich sagt, irgendwo einsperren lassen ist cool oder so? Dass man dann irgendwie keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, in dem einen Video, wo sie im Kino waren, da haben sie sogar, glaube ich, Popcorn rausgenommen oder so. Also irgendwas ist da sowieso verkehrt gelaufen. Wie schon gesagt, schreibt es mir in die Comments, würde mich absolut interessieren. Ja, um zum Ende des Videos endlich mal zu kommen. Ich weiß, ich rede immer viel zu lange in der Endcard eigentlich. Das kommt ja auch gleich noch der Abspann, das kommt ja auch noch dazu. Wie schon gesagt, wenn ihr mich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, wieder diesen. Ich bin euer Avenger und wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Dienstag wieder zum Channel of the Week. Ob ich jetzt dazwischen ein paar Let's Plays packen kann, weiß ich noch nicht, weil ich muss jetzt wieder arbeiten und das ganz schön lange. Und ja, vielleicht ist da nicht möglich. Aber wie schon gesagt, das, was auf meinem Banner steht, dass wir jeden Dienstag, jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video bringen, ist auf jeden Fall da. Channel of the Week und Avenger Talk. Und wie schon gesagt, wir sehen uns dann. Ich wünsche euch noch einen traumhaften ersten Advent. Gönnt euch richtig was, setzt euch vor den Fernseher und guckt irgendwelche Weihnachtsfilme. Trinkt, gebt euch einen Glühwein oder irgendwas. Haut auf jeden Fall rein, feiert noch schön und wir sehen uns spätestens am Mittwoch zum Channel of the Week. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis dahin. Servus, alter Schwede.